Michael Lucas J. aus Arlington, Texas, führte ein bescheidenes Leben. Er hatte keine Frau und keine Kinder. Der zentrale Mittelpunkt seines Lebens war der dreijährige Rüde Pancake. Zu Pancake hatte er eine ganz besondere Beziehung aufgebaut. Er wusste, wenn es ihm schlecht geht. Genauso gut, wie Pancake spürte, dass seinem Herrchen etwas auf der Brust lag. Michael Lucas J. ging deswegen oft mehrere Stunden mit Pancake durch den Wald spazieren. In ruhigen Minuten sprach er sogar mit seinem Hund. Er hatte das Gefühl, Pancake würde ihn in seiner Art und Weise hören und verstehen. Michael hatte die Hosengröße 52, sein Hund verblüffenderweise eine Geschirrgröße von ebenfalls 52. Ein unzertrennliches Team sozusagen. Sie spielten deswegen oft das Stockspiel zusammen. Tag für Tag, Woche für Woche. Michael trank auch gerne mal ein Bier. Pancake nicht. Trotzdem wusste Michael, dass er da einen ganz besonderen Hund hat. Diese Vermutung sollte sich am 24.05.1993 in einem kleinen Wäldchen in der Nähe von Arlington bestätigen. Ihr Erdlinge seid dumm wie Brot, den ganzen Tag einem Stock hinterherrennen. Ich bin Marsianer und hab 'n IQ von 700. Das ist mir echt zu dumm hier. Ich flieg zurück. Mm-hmm.